Es ist richtig. Man kann Fleisch essen, echtes, richtiges Fleisch, ohne Tieren auch nur ein Haar zu krümmen. Guten Morgen! Also am Anfang dachte ich, als ich ja, diese Videos auf englischsprachigen Seiten gesehen habe, vielleicht hat das da einer von euch auch schon, das kann eigentlich nur ein Scherz sein. Wenn man Fleisch isst, dann müssen ja zwangsläufig Tiere zu Schaden kommen. Aber dann habe ich ja, irgendwann doch mal drauf geklickt, weil ich bin, habe immer so eine Aversion gegen solche Kescher, also solche Überschriften, die einen immer klicken sollen, ne? Ist Fleisch ohne Fleisch zu essen, ne? Wusste schon, okay, alles klar, da kommt dann wieder irgendwelches Ersatzfleisch oder irgendeine komische Scheiße oder die komisch sein soll. Und das mag ich mittlerweile gar nicht mehr. So, also von daher, ja, aber irgendwann habe ich dann tatsächlich mal drauf geklickt und war dann überrascht, den größten Tierschützer überhaupt, den Gary Jourofsky, davon reden zu hören, dass er den Konsum von echtem Fleisch tatsächlich unterstützt. Was ist jetzt falsch? Das Projekt, von dem ich jetzt rede, nennt sich Super Meat. Aber bevor ich euch, mit euch darüber reden will, hier erstmal der Trailer. Für alle nicht englischsprachigen Menschen fasse ich das am Ende dann auch nochmal deutsch zusammen. This is what a vegan looks like to a meat eater. This is what a meat eater looks like to a vegan. Shame. Why? Because there's an amazing solution. Did I say amazing? I meant super groundbreaking, world-changing, awesome. What is it? Let me ask you this first. What would be better than getting meat from killing animals? Getting meat without killing animals. Yeah, sure you say, but also teleporting to other countries would be awesome. Yeah, it would. But that's not possible. Yet. What we're saying is possible. Here we go again. Eating meat without killing animals. Boom. Write this name down. Super meat. What do? Real meat, not harming animals. No, it's not fake meat, Tampa meat, almost meat, or all those other non-meats. It's real meat that tastes and feels like meat because it is real meat without harming animals. How is it done? Well, here's our science guy to explain. Our technology allows us to expand cells isolated from a small tissue biopsy taken without hurting the animals. We organize these cells into minuscule tissues and place them in a unique environment that is designed to perfectly mimic animal physiology, allowing those small tissues to organically grow into large muscles, essentially just like they do in nature. Our technology is unique as it allows for local production or distributed manufacturing. We can place our meat growing machines in local supermarkets, in restaurants, and even at your own home. Did that sound awesome? Probably did, cause it's science. Remember when people thought the Earth was flat and whoever sailed west long enough would eventually fall? Stupid, right? So is not making meat from not animals. Yes. We're comparing super meat to the discovery that the Earth is round. It's that important. First of all, because super meat will help keep our round world clean and safe to live in. How? Well, for the same amount of meat, cultured meat uses 99% less land, emits up to 96% less greenhouse gases, and uses up to 96% less water than the meat industry today. Second, super meat will help solve world hunger. See, because of the world's limited resources, it will soon be impossible to feed its fast increasing population. With super meat, very little resources are needed. Thirdly, super meat will be healthier than conventional meat because we can actually supervise the production. And fourth, and not the least important, the price tag. Super meat is going to be cheaper than conventional meat. Why? Because culturing meat and then mass producing it is just cheaper than growing and feeding billions of animals. It's just logic. So let's recap. Change the way we produce meat? Check. Stop global warming? Check. End world hunger? Check. Now it's your turn. Seriously, this actually matters. If you want to change the world by creating real meat that doesn't harm any animals, pledge now and let's do this. Super Meat. That's our name and we only have one goal. So, also es geht darum, dass man einem Tier ohne es zu schaden Gewebe entnimmt. Aus diesem Gewebe züchtet man dann kein Tier, also ein fühlendes Lebewesen, sondern man züchtet lediglich Gewebe, eine organische Substanz.
Dieses Muskelfleisch ist komplett natürlich frei von Medikamenten, da es in einer reinen Laborumgebung gezüchtet wird. Es ist billiger in der Produktion und braucht sogar 95% weniger Ressourcen, um dieselbe Menge Fleisch herzustellen wie konventionell, und verursacht auch nicht mehr CO2-Emissionen als rein pflanzliche Nahrung. Es kann auch klimaunabhängig in Laboren gezüchtet werden und somit auch einen großen Beitrag zur Welthungerbekämpfung leisten. So, das sind jetzt mal die Fakten, die in dem Video erwähnt wurden. Offensichtlich ist, dass Tierschutz-Veganer und auch Ökologie-Veganer hier problemlos sofort zustimmen werden und eigentlich müssen. Der eingangs schon erwähnte Gary Jourovsky, der glaube ich ja, der bekannteste und radikalste Tierschützer der Welt ist, der unterstützt auch dieses Projekt. Und da hier auch mal kurz das Video. I want the rape, enslavement, baby stealing and murder of animals to stop immediately. I would do anything in my power to make their pain and suffering stop. This is why I'm standing behind the super meat, bio, fabrication, cultured meat movement, which creates meat in a petri dish, in a building, without pain and suffering, without torture, without rape, without stealing babies, and without murder. I know it seems like an odd solution to this problem, but we have to understand that ethics is at the heart of the animal liberation movement, of the vegan movement. So if we can eliminate all the suffering and all the torture and the torment that animals go through, we have to stand behind that. Now, I don't believe that the super meat movement is for vegans. We already have our stuff, fruits and vegetables, nuts and seeds, grains, legumes, and all the mock meats that exist right now from companies like Tofurky and Gardein. But this is a viable solution for the meat, dairy, and egg eaters of the world who just simply refuse to stop eating those animal products, those animal body parts. And if we can supply them with an ethical, viable solution, there's no reason why we shouldn't stand behind that. Support the super meat movement. Aber ich muss gestehen, dass ich irgendwie direkt an Genmanipulation, Babys auf Reagenzgläsern und Klon denken musste und irgendwie da in mir sich alles zusammenzieht. Aber das ist emotional. Das ist womöglich konditioniert. Eventuell ist es einfach die neue Welt und wirklich einfach eine gute Sache. Ich denke mir halt, es ist so unglaublich einfach vegan zu werden und die Produkte, auch die für den Convenience Markt, die sind so gut, dass man überhaupt nicht braucht, das Fleisch. Aber dann denke ich an diese vielen stumpfen Menschen da draußen, die sich einen Scheiß für ihre eigene Gesundheit interessieren und einfach bequem, traditionell sich weiter mit Fleisch vollstopfen wollen. Also der Anteil der Menschen, die nur sehr langsam, vielleicht über tausende von Jahren, so bewusst werden zu erkennen, dass es keinen Sinn macht, Fleisch zu essen. Es macht keinen Sinn, Fleisch zu essen. Die einzigen Gründe, wirklich Fleisch von Tieren zu essen, die habe ich euch hier oben gepostet. Ja, und wenn vor allem dieses neue Fleisch billiger ist und tierleidfrei und aufgrund der Laborsituation weniger schädlich für den eigenen Körper, dann ist eigentlich allen geholfen. Der Erde, Tiere, Mensch, alle. Wirklich gibt's keine Anspruchsgruppe, die irgendwie einen Nachteil davon hätte. Eventuell, ja, die in der Landwirtschaft derzeit noch die Tiere töten. Aber sorry, wer andere Lebewesen tötet und sich das als Beruf und da sich bereichert und Geld damit verdient und bei Wegfall dieser Beschäftigung oder dieses Jobs einen neuen Job suchen muss, ja, da ist nicht im geringsten zu bemitleiden. Sowieso verstehe ich immer die ganze Aufregung nicht, wenn man seinen Job verliert. Ne? Dann macht man halt einen neuen Job, als ob man einen Anspruch auf eine bestimmte Arbeit hätte. Immer diese Versteifung und diese Bequemlichkeit, das Streben nach Sicherheit, das ist ja genauso mit der Altersvorsorge, das ist Video oben in den Infokarten, das ist einfach putzig. Also alles in allem bin ich durchaus zweigeteilt, aber wenn man ehrlich ist, das überwiegen wahrscheinlich wirklich die Vorteile für das Fleisch und ja, und auch sag mal, wenn für Veganer, die den Schritt bereits gegangen sind, und eben nicht mal dieser Konditionierung unterliegen, wird dieses Fleisch natürlich nicht sein, was sie irgendwo interessiert oder wahrscheinlich nicht sein. Also jetzt die Veganer haben noch das Bedürfnis, sagen, oh, ich hätte schon ganz gerne nochmal. Also können nun Fleischesser ihrerseits auch endlich mal was für unsere Erde und für den Tierschutz tun mit dem Fleischkonsum und sogar ihre Gesundheit etwas weniger schaden. Also es steht und fällt eigentlich alles so mit der ethischen Betrachtung des Züchtens von Gewebe.
Aber man braucht ja natürlich trotzdem immer noch irgendwo einen Huhn oder einen Rind, um die Gewebe erstmal zu bekommen. Man kann die Rinder und Hühner nicht einfach aussterben lassen und in Ruhe lassen und kein neues Leid verursachen. Man braucht nur einen Rind und einen Huhn. Und es ist natürlich jetzt viel tierfreundlicher und wird sicherlich auch mehr artgerecht gehalten. Ne? Weil da braucht es halt nur noch ein Tier und das muss am besten bombisch sein, total super muskelnd und so weiter. Und dann steht eigentlich auch wieder Markt für besonders gesunde und starke Tiere, die eben die Basis der Gewebeprobe sind. Ist eigentlich so, oder? Aber ist es besser als vorher? Ja, natürlich auch. Das ist alles nicht so einfach. Ich lasse das jetzt einfach mal offen und bin einfach gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von echtem Fleisch aus dem Labor? Würdet ihr es sogar probieren als Veganer? Oder seid ihr kein Veganer, dann würdet ihr es wahrscheinlich probieren. Oder würdet ihr es nicht probieren? Aus ethischen Gesichtspunkten. Gewebezüchtung. Ich will richtiges Fleisch. Ich will, dass ein Tier stirbt. Ja. Oder findet ihr, dass die Fleischesser eben noch ja, zur Kultur, der menschlichen Kultur gehören und einfach natürlich aussterben sollten? Und ja, und dass man dann natürlich zu dem Pflanzenkonsum finden sollte. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall unten in den Kommentaren wieder. Ich bin heute mehr als sonst gespannt auf eure Kommentare, weil ich bin echt zwiegespalten. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet, auch aus dem Grund, weil ich weiß, von euch kommt viel Input und viel Feedback und Anregungen über Sachen nachzudenken, die ich vielleicht noch nicht bedacht habe, eigene Meinung, und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Euer Christian. Ciao.